Willkommen bei TechMech mit Jan Jello. In diesem Video geht es um die Festigkeitslehre, genauer um die Biegung und noch genauer um die schiefe Biegung. Das hier ist eine Fortsetzung. Im letzten Video tauchte eine neue Art von Flächentreckersmoment auf, das Deviationsmoment. Man erkennt es an seinen zwei verschiedenen Indizes. Das Deviationsmoment wird ähnlich berechnet wie das normale Flächentreckersmoment. Okay, du wirst selten in die Versuchung gekommen sein, das normale Flächentreckersmoment zu berechnen. Denn für die üblichen Querschnitte steht das Ergebnis der Berechnung schon in einer Formelsammlung. Aber wenn du es berechnen würdest, dann würdest du mit diesen Formeln hier arbeiten. In ihnen steckt das Quadrat einer Richtungsvariable. Etwas anders ist das beim Deviationsmoment. Das wird durch das Produkt aus zwei verschiedenen Richtungsvariablen ermittelt. Und es steht immer ein Minus vor dem Integral. Wozu braucht man das Deviationsmoment? Das Deviationsmoment braucht man, um die Spannungen bei schiefer Biegung zu berechnen, wenn also zwischen Hauptachse und Lastebene ein Winkel liegt. Hier im Beispiel könnte eine äußere Kraft von rechts nach links in Y-Richtung wirken. Die blaue Y-Koordinate-Achse definiert dadurch auch die Lastenebene. Die U-Achse des Hauptachsensystems liegt ihr gegenüber um 45 Grad verdreht. Die äußere Kraft bewirkt dadurch eine schiefe Biegung. Und es entsteht ein Deviationsmoment. Würde eine äußere Kraft dagegen in Richtung einer roten Hauptachse wirken, läge die Lastebene auf einer Hauptachse. Damit läge wieder eine gerade Biegung vor. Das Deviationsmoment wäre dann Null. So aber gibt es einen Winkel zwischen den blauen Achsen des Lastsystems und den roten Hauptachsen. Wie die Gleichung oben rechts zeigt, entsteht dann nicht nur ein Deviationsmoment, sondern es wird mit wachsendem Winkel auch größer. Fazit: Das Deviationsmoment ist entweder 0 oder es ist nicht 0. Wenn es 0 ist, dann ist der Winkel zwischen Hauptachse und Lastebene 0. Das entspricht dem üblichen Fall der geraden Biegung. Wenn es nicht 0 ist, dann weil Hauptachsen und Lastebene verschieden sind. Die Biegung ist schief. Fassen wir zusammen. Bei einer Biegung kann das Moment entlang der Hauptachsen wirken. In diesem Fall sprechen wir von einer geraden Biegung. Das Biegemoment an diesem Holzbalken hier zum Beispiel erzeugt eine gerade Biegung. Die Spannung, die dadurch in den Randfasern entsteht, kann man mit der Schmetterlingsgleichung berechnen. Wirkt das Biegemoment aber nicht entlang der Hauptachsen, bewirkt es eine schiefe Biegung. In diesem Fall berechnet man die Biegespannung etwas anders, je nachdem, ob die Querschnittsfläche symmetrisch ist. Verfolgen wir mal den Pfad zu einem symmetrischen Querschnitt, zum Beispiel bei diesem Freiträger. Der wird schief gebogen, weil der Momentenvektor schief zu einer Hauptachse liegt. Um die daraus resultierende Spannung zu berechnen, zerlegt man das Biegemoment MB in seine Komponenten. Wie zerlegt man ein Moment? Das Moment ist ein Vektor, darum geht das Zerlegen eines Moments mit einem Taschenrechner besonders einfach. Beim Casio nutzt man dazu die REC-Funktion. Dazu gibst du Folgendes ein. Shift, REC, den Betrag des Moments, zum Beispiel 25 Newtonmeter, Semikolon, den Winkel des Moments, zum Beispiel 45 Grad, Klammer zu, ist gleich. Dann erhältst du die beiden Komponenten des Moments. Probier's mal aus. Mit den genannten Zahlen müssten beide Komponenten gleich groß sein und 17,7 Newtonmeter betragen. Das entspricht den Komponenten MY und MZ. Jede Komponente erzeugt eine eigene Biegespannung in X-Richtung, also ein Sigma X. Steht unten an jedem Spannungsprofil. Jeder Doppelpfeilvektor ist parallel zu einer Achse des YZ-Koordinatensystems. Darum erzeugt jede Komponente für sich auch eine gerade Biegung. Deren Spannung berechnet man jeweils mit der Schmetterlingsgleichung. So erhält man für jeden Momentenvektor einen und insgesamt zwei Spannungswerte. Diese beiden Sigmas addiert man zu einer Gesamtspannung. Im Detail wird es etwas komplizierter. Denn an verschiedenen Stellen des Querschnitts sind die Spannungen unterschiedlich groß. Zum Beispiel erzeugen die beiden Teilmomente an der einen Ecke eine Druckspannung, an einer anderen Ecke dagegen eine Druck- bzw. eine Zugspannung. Um das zu berücksichtigen, ergreift man zwei Maßnahmen. Erste Maßnahme: Man schreibt die Schmetterlingsgleichung etwas um. Das Widerstandsmoment W im Nenner wird durch das Flächenträgheitsmoment I geteilt durch den Randfaserabstand E ersetzt. Weil E immer senkrecht zur Biegeachse steht, hat das E auch immer einen anderen Index als M und I. Dieses E ermöglicht sozusagen die Ansteuerung eines Punktes auf der Querschnittsfläche. Beispiel: EZ
ist der Abstand, den die untere Kante von dem Vektor my hat. Ey ist der Abstand, den die vordere Kante vom Vektor nz hat. Beide Kanten schneiden sich an dem Eckpunkt P. Ez und ey sorgen in der Gleichung also dafür, dass man die Gesamtspannung sigma x am Eckpunkt P erhält. Zweite Maßnahme, die Vorzeichen. Man kennzeichnet eine Druckspannung durch ein Minus, eine Zugspannung durch ein Plus. Weil das in der Gleichung bei jedem Summanden je nach betrachteter Querschnittsstelle anders ausfällt, habe ich ein allgemeines Plus-Minus, wo die Summanden geschrieben. Fazit, die Verbiegung eines Balkens mit symmetrischem Querschnitt berechnet man auch mit der Schmetterlingsgleichung. Nur, dass man diese Berechnung zweimal durchführt, für jede Komponente einzeln. Darum wird diese Biegung auch Biegung um zwei Achsen genannt. Okay, was ist aber bei unsymmetrischem Querschnitt? Wie berechnet man dann die Biegespannung? Antwort, ist der Querschnitt nicht symmetrisch, berechnet man die Biegespannung je nach Achsensystem, nach dem man sich orientieren möchte. Entweder orientiert man sich nach dem räumlichen Koordinatensystem, y und z, oder nach den Hauptachsen, u und v. Im ersten Fall würde man die Spannung mit einer ausgebauten Version der Schmetterlingsgleichung berechnen. Dabei ist das Delta im Nenner eine Abkürzung. Als Vorarbeit müsste man folgende Größen berechnen oder kennen. Die beiden Komponenten des Biegemoments, my und mz, häufig ist aber eines der beiden Null, nämlich dann, wenn das Moment nur in y oder nur in z-Richtung wirkt. Die drei FTM, iy, iz und iyz, die Randfaserabstände in y- und z-Richtung. Die Gleichung für das Sigma sieht zwar megamäßig groß aus, reduziert sich aber meistens auf eine überschaubare Formel mit ebenso überschaubarer Vorarbeit. Das hier ist sozusagen der Worst Case. Hier nochmal der Überblick und in blau markiert die zweite Option. Je nach Aufgabenstellung kann die Orientierung nach dem Hauptachsensystem vorteilhafter sein. In diesem Fall ergibt sich die Biegespannung aus dieser Gleichung hier. In ihr taucht kein Deviationsmoment auf. Warum nicht? Weil immer, wenn sich die FTM auf das Hauptachsensystem beziehen, das Deviationsmoment 0 ist. Mit n von x ist eine Normalspannung gemeint, die meistens 0 ist, nämlich dann, wenn senkrecht zum Querschnitt, also in x-Richtung, keine Kraft wirkt. Die Randfaserabstände beziehen sich jetzt auf die Hauptachsen. Ich habe Ihnen deshalb extra den Index u bzw. v gegeben. Um die Randfaserabstände auszurechnen, muss man sie erstmal vom yz-Koordinatensystem ins Hauptachsensystem transformieren. Wer die Transformationsgleichungen nachvollziehen möchte, kann diese Skizze als Hilfe dafür nehmen. Man braucht hier zwar kein Deviationsmoment zu berechnen, dafür aber die FTM, die sich auf die Hauptachsen beziehen. Die Transformationsgleichung dafür ist diese hier. Das Plus vor der Wurzel ist dem größeren der beiden FTM zugeordnet. Auch die Momente müssen auf das Hauptachsensystem angepasst werden. Das lässt sich mit Sinus und Cosinus erledigen, wenn man den Winkel zwischen den Achsen kennt. Wenn nicht, dann berechnet man den Winkel mit der anfangs vorgestellten Winkelgleichung. Fassen wir das Konzept nochmal zusammen. Biegung unterteilt man in eine gerade und eine schiefe Biegung. Bei einer geraden Biegung berechnet man die Biegespannung mit der Schmetterlingsgleichung. Bei der schiefen Biegung mit symmetrischem Querschnitt macht man das auch, aber erst, nachdem man das Biegemoment in seine Komponenten zerlegt hat. Beide Spannungskomponenten werden zu einer Gesamtspannung addiert. Die schiefe Biegung entsteht auch, indem man einen Stab mit unsymmetrischem Querschnitt belastet. Auch hier sind Koordinaten und Hauptachsensystem um einen Winkel zueinander verdreht. Je nach Achsensystem gibt es zwei verschiedene Gleichungen, um die Biegespannung auszurechnen. Wow, das war jede Menge Holz. Habe ich das Konzept einigermaßen verständlich rüberbringen können? Vielleicht klickst du auf einen der beiden Daumen oder gibst mir einen Hinweis. Dir noch viel Erfolg beim Lernen.